Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Drinnenbox von Beatheit. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Drinne von Beatheit, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Beatheit. Wir haben hier eine recht schlichte Box, also so eine ganz einfache braune Kartonbox. Rundum alles in dieser einfachen Kartonoptik. Und auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, haben wir dann hier diesen Sticker mit dem Beatheit Schriftzug. Darunter lesen wir Groove Attack und dann haben wir hier noch einen Barcode. Okay, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen, deswegen schauen wir mal rein. So, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier als erstes mal das Album. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. Ein Poster ist mit dabei. Und ein Shirt. Von innen die Box in braun. Dann machen wir die wieder zu und packen die zur Seite. So, und diverse Inhalte sind ja hier noch eingeschweißt. Unter anderem dieses Shirt. Und natürlich auch noch das Album. So. Das Album kommt in einem Super Jewel Case. Na, irgendwie will es nicht so ganz. Gut, wir probieren es von der anderen Seite. Naja, geht doch. So. Also, wir haben hier ein Super Jewel Case in schwarz und schwarz-weiß, schwarz-grau. Auf dem Cover sehen wir hier Beatheit, oben ohne, mit diversen Tattoos. Unter anderem haben wir hier das Sägeblatt von Agro Berlin. Rechts oben lesen wir dann wieder den Schriftzug Beatheit und darunter den Albumtitel Drinne in Gold jeweils. Hier auch nochmal in Gold, Beatheit Drinne zu sehen. Auf der Seite ebenso. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks an der Zahl und wir haben hier ohne Ende Features, denn wirklich auf jedem einzelnen Track bis auf vier Tracks war hier Christoph von Freidorf mit drauf. Und wir haben außerdem noch Features von Schizo. Erster und zweiter Track dürften Solo-Tracks sein und dann haben wir den vierten Track auch noch mit Schizo. Wen haben wir noch dabei? Schröders und ich glaube, das war, nein, deine Lieblingsrapper sind auch noch drauf, also Seed und Harris. Okay, was lesen wir hier noch? Inklusive Bonus-CD hier unter diesem, ich glaube, ein Scheißhaufen soll das darstellen, okay. Dann die Beteiligten, das Ganze erschienen über Raid Records steht hier und hier unten links wieder ein Barcode. So, dann schauen wir mal ins Innenleben, speziell auf die Bonus-CD bin ich gespannt. Als erstes haben wir hier einmal, ich denke mir gerade, wieso lässt sich nicht aufmachen, es ist ein Posterbooklet. Okay, also das Ganze ist hier dann aufzufalten, nicht durchzublättern. Und wir haben hier ein Posterbooklet. So, was lesen wir hier einmal? Schau dem Biest tief in die Augen. Beatheit haben wir hier in einem Stuhl sitzend. Miteinander flirten, auch wenn sie sich eigentlich hässlich finden. Nein, mein Bewusstsein erweitern ist meine Absicht. Alter, ich muss weg von hier, der Alltag bringt mich um. Dann haben wir eine umfangreiche Danksagung. Die ganzen Beteiligten scheinbar. Okay. Und auf der Rückseite haben wir hier Artwork. Also diverse Fotos und wieder jede Menge Schrift. Und Texte. Und hier oben links haben wir dann noch die Infos zur Bonus-CD. Also auf der Bonus-CD haben wir scheinbar noch 6 Tracks zusätzlich. Wir haben hier diverse
neue Tracks, aber auch Remix-Varianten von Tracks des Albums. Okay, das ist scheinbar die Crew. Und hier nochmal das Cover. So, dann packen wir das Ganze wieder zurück. Ist ja ein recht ungewöhnliches Poster-Booklet, weil in der Regel ist es ja dann so, dass eine Seite wirklich so ein Poster ist und die andere Seite irgendwie Texte oder Credits beinhaltet. Hier ist das so generell ein bisschen so ein Mischmasch. So, die CD sieht dann so aus. Ziemlich genau wie das Cover. In dieser schwarz-grau-Gold-Optik gehalten. Und dahinter auf der Rückseite haben wir noch, wenn es funktioniert, so, eine zweite CD. Und das ist dann eben hier die Bonus-CD mit den restlichen 6 Tracks. Damit kommen wir dann bei 13 plus 6 auf 19. So, was haben wir hier noch? Die Credits zum Album, genau, die sind mir noch abgegangen. Die haben wir hier. Hier kann man das alles nachlesen, wer beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat. So viel dazu. Als nächstes haben wir eine Autogrammkarte, die kommt hier im Hochformat. Hat unten so einen weißen Streifen, also erinnert so ein bisschen an so eine Polaroid, also ein Polaroid-Foto. Beat halt hier abgedruckt und dann daneben noch unterschrieben mit schwarzem Stift. So sieht das auf der Rückseite aus. Dann haben wir als nächsten Inhalt noch ein Poster. Einseitig bedruckt. Und das Ganze kommt im Hochformat. Wir haben hier die Band von BeatHide, also die sogenannten BeatHide Players. So sehen die aus. Das ist die Gruppe. Und dann haben wir hier die Tourdates zur BeatHide Players Drinne for Life Tour 2012. Diese Tourdates gab es, also hier konnte man die Herrschaften live sehen. Ist von der Optik her wirklich wie so ein Tourplakat gehalten. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier noch ein Shirt mit dabei. Das Shirt in weiß mit einem schwarzen Aufdruck hier auf der Brust. Und der schwarze Aufdruck hat hier so eine Glanzoptik, also ist die Frage, ob man das sehen kann. Ja doch, im Licht, es reflektiert schon etwas. Es ist tatsächlich wie so ein silberner Glitzer, der hier aufgetragen wurde auf dieser schwarzen Fläche. Habe ich echt noch selten gesehen. BeatHide Players lesen wir auch hier wieder, ansonsten in weiß. Und auf der Rückseite ebenso, also kein Neckprint oder irgendwas hier drauf. Alles hier in weiß. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es? 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir hier das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte, ebenfalls im Hochformat. Und natürlich das Album an sich drinne mit 13 Tracks plus der Bonus-CD mit 6 Tracks im Super Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box drinne von BeatHide. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr BeatHide unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.